Hallo Leute, heute mal wieder ein kurzes Video. Ich bin nämlich hier am 10 Kilometer Hausrunde drehen und will auch gleich das Ganze nutzen, weil ich so wenig Zeit habe im Moment, Kanäle zu grüßen, die unter 1000 Abos haben. Ich wurde mittlerweile auch von 3 Kanälen, die ich jetzt gleich nenne, nominiert, sagt mir immer. Und deswegen mache ich das heute so, dass ich nicht 3x3 Kanäle nenne, sondern ich nenne ein paar Kanäle, die wie ich weit unter 1000 Abonnenten haben. Und diejenigen können sich dann aussuchen, ob sie das Ganze weitergeben wollen, auch jemanden nominieren oder ob sie gar nichts dazu machen. Also es bleibt jedem gleich. Gut, ich würde sagen, laufen wir erstmal ein Stück weiter und ich nenne euch dann erstmal die 3 Kanäle, die mich nominiert hatten oder genannt hatten. Also bis gleich. Ach ja, ich werde alle Kanäle, die ich heute nenne, in alphabetischer Reihenfolge nennen. Also es gibt da keinen, welcher ist besser, welcher ist schlechter. Also nicht wundern, alles alphabetisch. Gut, dann fangen wir erstmal an mit den 3 Kanälen, die mich nominiert haben. Los geht's. Dann fangen wir doch an mit dem lieben Kevin und Ela Kanal Darksider on Tour, beziehungsweise Dark Angel, seine liebe Frau, die auch einen Kanal hat. Aber das meiste laden die beiden auf Darksider on Tour hoch. Und ich schaue mir den Kanal auch immer sehr gerne an. Es gibt da auch ausgedehnte Wanderungen, Waldspaziergänge. Die kochen sich ihren Kaffee im Wald, machen Gear-Tests, Messer stellen sie vor, Fahrradtouren habe ich auch schon gesehen. Dann Overnighter, das Übliche eben. Aber schaut mal rein. Was war das jetzt für ein Schlag? Ich muss erstmal hier durch. Hier geht es ganz schön steil bergauf und es ist ganz schön warm heute. Wie gesagt, es war der erste Kanal, der mich nominiert hat. Der zweite ist... Moin Moin. Ja, was macht der Phil? Der Kanal Walderleben sagt ja schon vom Namen her Wald erleben. Alles, was wieder im Wald zu tun hat oder Outdoor. Er testet Hobos, er testet Spiritusbrenner, er schnitzt Löffel im Wald, er baut zu Hause in der Werkstatt. Das hat mir besonders gefallen. Ein Schnitzmesser, das ist echt top. Also sehr interessant alles. Schaut auch da mal rein. Wie gesagt, die Links alle unten in der Videobeschreibung. Ich bin gut kaputt. Ich bin aber erst 7 Kilometer gelaufen. Ja, dann kommen wir schon zum dritten Kanal, der mich nominiert hat. Und das sind die beiden von Wanderverliebt. Also vom Kanal Wanderverliebt. Vroni und Micha, ich grüße euch. Ich grüße natürlich auch die anderen. Aber alphabetisch sind sie halt jetzt am Schluss. Die hatten mich aber als erstes nominiert. Ich danke natürlich allen Kanälen dafür. Und sie machen ausgedehnte Wanderungen, stellen die ganzen Strecken vor. Mit einem Punktesystem von 1 bis 10 werden die zum Schluss bewertet. Das ist also richtig genial. Wo muss ich raus? Nach links. Weiter geht's. Ja, Vroni und Micha, die stellen sehr oft Videos ein. Ich komme meistens beim Nachschauen gar nicht nach. Wenn ich dann am Wochenende Zeit habe, schaue ich mir mal mehrere immer an. Aber jeden Tag, man kommt halt kaum nach. Aber es spricht ja für sich. Sie haben wirklich, also es gibt solche Sachen wie Moselsteig, verschiedene Etappen davon. Das ist schon top gemacht von den beiden. Also schaut mal nach. So, da würde ich jetzt sagen, ich laufe jetzt noch ein Stück weiter, bis ich bei der Kilometermarke 9 bin. Und dann nenne ich ein paar Kanäle, die wie genau wie ich weit unter 1000 Abonnenten haben. Aber macht ja nichts. Soll ich die essen? Nee, lieber nicht. Gehört zu den giftigsten Pflanzen Europas. Weiter geht's. Ich bin jetzt schon bei
Kilometer 9 angekommen. Es wären also doch mehr. Es wären ungefähr diesmal eine 14er Hausrunde. Aber es ist immer schwierig zu reden und zu laufen. Der erste Kanal, den ich nennen will, der hatte mich auch schon sehr oft gegrüßt. Ich bisher ihn, glaube ich, nur mal kurz erwähnt. Schande über mein Haupt. Lieber Carsten vom Kanal Carsten Wehrheit. Genau da oben ist die Verlinkung. Tja, der Carsten, was macht er? Er hat seine deutsche Dogge Paul meistens mit in den Videos. Es gibt Videos, die nennen sich Paul ob Jück. Wenn ich jetzt falsch sage, muss er mich berichtigen. Das heißt wahrscheinlich so viel wie mit Paul unterwegs. Da hat er einige Videos. Dann Fahrradtouren habe ich schon gesehen. Ja, was mir bei Carstens Kanal besonders gefällt, sind die DJ-Sessions, die er macht. Er war früher mal DJ und er hat sich spezialisiert hier bei den bisherigen Videos auf Dance-Klassiker aus den 80ern, 90ern, 70ern auch. Also Darkwave und so weiter. Ich war sehr begeistert letztens. Das geht dann auch schon mal anderthalb Stunden, so ein Video. Aber so umso besser, wenn man samstags vielleicht mal eine Feier hat, kann man direkt das Video auflegen. Und dann kommen nur coole Songs. Ich hatte letztens die Darkwave Session, die war schon richtig gut. Die habe ich mir jetzt auch schon zweimal angehört. Also wenn zu Hause eine Party ist, kann man ruhig das Ganze im Hintergrund laufen lassen. Und das ist schon, finde ich, sehr gut. Das Schlechte bei der Sache ist, dass YouTube natürlich wegen den Urheberrechten ziemlich viel rausfiltert. Das heißt, wenn Carsten was aufnimmt, kann es auch schon mal sein, dass zwei oder drei Songs plötzlich nicht da sind. Dann muss er nochmal komplett neu schneiden. Das ist also alles nicht ohne. Und das stelle ich mir sehr aufwendig und anstrengend vor. Aber auf jeden Fall, schaut mal bei seinem Kanal nach. Seine letzten beiden Videos konnte ich noch nicht sehen. Hatte ich noch keine Zeit. Das war Summer Hits. Aber das werde ich mir natürlich auch noch anhören. Grüße gehen raus. Erstmal wieder weiterlaufen. So, der zweite Kanal, den ich erwähnen will, der mir auch immer sehr gefällt. Er hatte schon mal YouTube aufgehört, dann hat er jetzt wieder zum Glück begonnen. Er macht das Ganze aber gelassen. Wenn er Zeit hat, lädt er ein Video hoch. Wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Genauso mache ich es auch. Man sollte sich da keinen Zwängen ergeben, sage ich da immer. Und das ist nichts anderes als der Kanal Dennis geht raus. Hi. Ja, bei Dennis dreht sich alles auch natürlich um rausgehen, Outdoor. Er macht Overnighter, Lost Places. Also damals, wo er den Kanal schon mal geöffnet hatte, hat er sehr, sehr viele Sachen draußen im Wald gekocht und super leckere Rezepte, die habe ich teilweise auch alle nachgemacht. Schaut mal bei Dennis geht raus auf den Kanal. So, wieder weiterlaufen. Schön hier. Es gibt nichts Schöneres als abends nach Feierabend einfach durch den Wald zu laufen. Es gibt einem so viel Energie, auch wenn man meistens, wenn man nach Hause kommt, erstmal, wenn man sich einmal hinsetzt, meistens nicht mehr hochkommt. Deswegen, bevor man sich hinsetzt, gleich loslaufen. Ich esse auch erst zu Abend nach meinem Lauf, ist klar. Sonst käme mir das schon 10-mal hier hoch. Jetzt nenne ich nochmal einen Kanal, der mir auch sehr gefällt. Das ist der Kanal der Rennsteiger. Ich glaube, der wurde auch schon zigmal nominiert. Aber ist egal. Er macht ziemlich viel Gebirgswanderung. Er macht Trailrunning. Auf dem Kilimanjaro hat er ein super Video drüber gemacht mit Vorbereitung, dann das Hauptvideo und eben mit Nachbereitung. Das finde ich schon sehr faszinierend, weil es schafft ja nun nicht jeder auf diesen Kilimanjaro hoch. Ja, last but not least grüße ich natürlich den Stefan von Frischluft für euch. Auch den Kanal kann ich wärmstens empfehlen.
Er macht Wanderungen, Megamärsche, Training für Megamärsche. Jetzt habe ich was im Auge. Glaubst du es denn? Ja, Stefan läuft auch am Rheinufer entlang. Und jetzt hat er ein altes Skateboard von seinem Sohn rausgekramt. Ich weiß jetzt im Moment den Namen nicht von diesem. Ist es kein normales Skateboard, es ist so ein schmales ist was anderes. Ich wollte jetzt sagen Billy Board. Ich blende es mal ein. Auf jeden Fall macht er tolle Touren. Schaut mal auf seinem Kanal rein. Und das war es eigentlich schon mit den Kanälen, die ich jetzt erstmal grob nennen wollte. Ich werde auch im Laufe der Videos auch immer mal wieder Kanäle grüßen und somit sage ich erstmal, lauf mal weiter. So, jetzt habe ich gleich meine 14 Kilometer Runde geschafft. Ich habe auch keine Lust mehr, weil es kommen immer mehr Mücken und die gehen mir richtig auf den Senkel. Ich werde dann Abend essen und morgen ist Freitag. Ich lege mich heute früh ins Bett. Morgen muss ich nämlich eine etwas weitere Strecke mit dem Fahrrad fahren. Allerdings ohne Kamera. Aber auch eine Fahrradtour gibt es demnächst mal wieder. Somit würde ich jetzt schon mal sagen, vielleicht bis zum nächsten Mal. Grüße an alle, besonders an alle Kanäle, die ich heute erwähnt habe. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.